Die Skischule Bad Ragazza sehen dort die Internetseite, die überlässt wirklich nichts dem Zufall. Das ist in einem Mittwochnachmittag kurz vor dem Eis, man wartet auf die Regio-Kinder. Die können nämlich immer am Mittwoch und am Samstag etwa 110 Kinder, die hier eben ihre Skikurse besuchen. Und damit es eben auch gut abläuft, hat man eben auch genügend Skilehrerinnen und Skilehrer zur Verfügung. Die Eltern können ihre Kinder hier abgeben, am Eis und etwa gegen die Vier, ein bisschen später, dann wiederholen. Das ist der Toni Rupp, 40 Jahre im Amt, er ist Skischulleiter. Und mit ihm an einem Nachmittag, wenn eben der Regio-Skikind eben an der Tief St. Gallen könnt, gegen 40 Skischullehrerinnen und Skilehrer. Die Skischule Bad Ragaz bietet unendlich viel an. Da gibt es Mucki, Facki, Kleinkinder-Schnupperkürse, da gibt es Kinderskigarten, eben da die Kinderkürse Regio in verschiedenen Niveau, 1A, 1B, 2A, 2B und so weiter, eben auch grössere Gesinder da, die bereits länger auf der Ski stehen, aber auch blutige Anfänger. Dann gibt es aber auch Kinderwochenende, Skikurs und Snowboardkurs natürlich, gibt Privatski und Snowboardunterricht, natürlich Carving und Telemarkunterricht, also älteres und neueres, tief Schneeabfahrten und Skitouren. Und da habe ich so gerne einen Opa getroffen. Hey, was hast du jetzt? Warum bist du da, Peter? Ah, weißt du, wegen der Livana, gell? Hey, tschüss. Hey, mach's gut, gell? Ja, gehst du selber nicht? Nein, jetzt heute nicht. Mir ist es kalt heute. Nein, ich fahre schon. So. Hast du es so gut, so was haben Sie? Ein Militärkollege, ein Opa wie ich, eben, der hier eben seinen Enkel abgeliefert hat. Da kann wirklich Kinder abliefern, auch Kinder, die sich zuerst vielleicht ein bisschen schwer tun, vielleicht noch ein bisschen brüllen. Und natürlich machen dann die Skilehrerinnen und Skilehrer auch noch wieder Werbung für spezielle Sachen. Da gibt es eben dann auch Abendfackelabfahrten. Es ist wirklich ein unendlich grosses Engagement spürbar hier bei dieser Skischule Bad Ragaz. Und auf Badial oben, ihr werdet es sehen, da hat man natürlich ein richtiges Imperium aufgebaut. Eine unglaublich schöne Arena, um eben die Kinder hier zu beschulen. Der Kurt natürlich hier in Pizol unten dran, immer und überall wieder hilfsbereit. Pizol eben ein Herz für Kinder. Und immer allen voran der Toni Rupp und seine Skilehrerinnen und Skilehrer, die diesen Eltern eben die Sicherheit geben. Mal, da läuft alles gut. 110 Kinder sind hier bei einem Regio-Skikurs und 100 erwartet man noch. Mit ca. 100 Kinder. Und ja, das Wetter ist natürlich irrsinnig, wunderbares Wetter. Die wegen dem Muffi gehen wollen, müssen checken. Und dann, wenn ihr einen Lift kommt, gut, wir sind glaube ich über 1,25. Sind sie jetzt am Kontrollieren, tun sie da, ja, auf der Bahn her, oder? Also was über 1,25 ist, könnt ihr allein aufschauen. Und die das nicht erfüllen, müssen einfach miteinander oder mit Eltern oder so, oder mit Erwachsenen. Oder sonst ist auch zwei Kinder neben dir und eins auf der anderen Seite, so kann der Skilehrer fahren. Es ist auf jeden Fall eine riesige logistische Leistung. Da werden Kinder verteilt und man überlässt wirklich nichts im Zufall. Alles ist auf einem Zettel fixiert und dokumentiert, damit man auch ja kein Kind verliert. Gut, jetzt sollen wir schnell anschauen. Wenn irgendetwas ist, also der Thomas Kühne, der kommt gerade hier hinten. Er hat Anfänger-Ski. Und du bist in dieser Mulde drin oder eventuell in unserem Kinderland zurückgefallen. Der Toni überlässt nichts im Zufall. Das muss alles genau studiert werden. Wer ist Anfänger? Wer gehört wo dazu? Zu welchen Kind muss man schauen? Und ich sage es nochmal gegen 40 Skilehrerinnen und Skilehrer sind hier natürlich, die eben sich um die insgesamt 210 Kinder bemühen. Und dann haben wir noch den Snowboarder. Hier ist der Beat, gell? Hans-Jürg und der Pascal. Jetzt müssen wir halt schauen, ihr habt nicht genug Lehrer jetzt hier, oder? Nebst guten Skilehrerinnen und Skilehrer, die wirklich Herz für Kinder haben, ihr seht hier, jetzt könnt St. Galler in zwei Gären angereist. Das sind also 100 Kinder, die eben dann Mittwochnachmittag zusätzlich zu diesen 110 Regio-Kindern dazukommen. Man sieht, dass also die Skilehrerinnen und Skilehrer haben nicht nur ein Herz für Kinder, die haben hier oben natürlich in dieser Arena, in dem Kinderland auf Partier, natürlich auch sehr, sehr optimale Verhältnisse, um eben für Anfängerinnen und Anfänger etwas zu bieten, aber auch für Fortgeschrittene,
mich für Ski und für Snowboard. Ja, und ich denke mir, ihr werdet es sehen, die St. Galler Kinder haben eine riesige Freude. Ein Haufen von denen stehen da wirklich das erste Mal auf der Ski und werden sehen, was die für einen schnellen Fortschritt machen. Auf jeden Fall, der Nachmittag hat jetzt seinen Anfang genommen. Wir haben jetzt etwa ungefähr ein kleines bisschen kurz vor dem Eis und der Skitag geht jetzt bis am Abend um 4 Uhr dort auf Badial oben. Eine riesige logistische Leistung, die eben zu einem grossen Erfolg und zu einer grossen Freude führt. Du gehst auch nicht rüber. Und du gehst auch nicht rüber. Gut, hä? Schauen auf ins Trempeln. Sehr gut, wie früher, gell? Treppenschritt und Tannelischritt. Fänger von St. Gallen. Gut, dann auf, du alle. Wo ist der? Lass du laufen jetzt. Willst du deine laufen? Ja, gut, kommen wir da rauf, komm da her. Komm, dann gehen wir auf diese Seite hier, gell? Um, du bist gerade der Skilehrer, jawohl, gang, gang, gang. Hauen, ja, sehr gut, super. Schön rauf, laufen, jetzt wieder. Ja. Wo? Die müssen selber schauen. Ich habe es gesagt. Gut, es kommt schön um mich. Was hat sie gemeint? Toni schaut für mich, nicht für mich. Jetzt ist das gut, jetzt kommt er wieder rauf, gell? Was machen sie so? Du machen sie jetzt die Tunnel-Schritte da oben, das sehen wir jetzt. Auf die Rampe ganz. Jawohl. Sehr gut. Oben seht ihr den ersten, der macht den Tunnel-Schritt. Den müsst ihr unten rauf machen und oben nur einen Treppenschritt. Und sehr gut bist du. Super. Komm auch noch, gell? Mögen wir noch Meitler, hä? Gut, jawohl, sehr gut. Und noch rauf in die Rempel oben, ich komme mal schauen. Aber du, für so Städter haben sie es voll im Griff, hä? Was meinst du? Ja, für so Stadtmenschen haben sie es schon ja, voll im Griff. Das sind jetzt auch blutige Anfänger, die haben zuerst mal die Ski an heute. Jetzt sind sie zwei Stunden bei uns und jetzt fahren sie schon hier. Die Ringe Pistole, die kleineren.
Ja, und jetzt machen wir den Tennelli-Schritt. Nur der Treppenschritt hier oben, gell? Wie vor 50 Jahren. Den brauchen wir heute noch mit. Wenn wir wie ein guter Skifahrer abgeben. Ja, aber siehst du, jetzt hast du einen Ski parallel. Siehst du so? So parallel musst du es nicht auseinanderscheren. Und jetzt tust du den Tennelli-Schritt, zeigst du ihn am Tuni. Sehr gut, ich heb dich ein bisschen. Spaghetti. Spaghetti, wo du hinsehst. Gut, hä? Servus. Jawohl, Thema Spaghetti und Pizza. Das zeigst du nicht das erste Mal, hä? Ja, jetzt müssen wir hierher fahren. Komm da, stopp. Kommt wieder rauf. Gut, ich kann es nicht so gut. Tipptopp zu mir fahren. Und bremsen, super. Gut gemacht, gell? Super. Du musst das nächste Mal nicht nur noch mal kommen. Wir sind der perfekte Skifahrer, wenn es so ein Skischau-Wadern-Gatz kommt. He? Mal tipptopp. Oder was meinst du, Thomas? Das sind jetzt Anfänger gsi, oder? Und heute können wir die ringe Piste können wir ungeniert fahren. Wenn es nicht trägt, gell? Tun wir die hier rein. Maiklandbube, jawohl, sehr gut. Aber ich mit Pfeil, wo hast du den anderen Ski? Ich muss beide, Toni muss beide haben, gell? Ich habe beide. Du hast beide, aber die. Die Spitzli. Die müssen wir noch wegschrauben. Der Tönis kann dir auch helfen. Und der ist da, hinten. Jetzt haben wir folgen der Tönis, gell? Tönis kommt, gell? Ja, Tönis, strenger Nachmittag. Ja, und wie? Das tut den Mädchen, den jungen Mädchen gut. Ja. Ich weiß nicht, du den Nagel. Kannst du es denn irgendwie noch? Gell, vor allem wenn es von Frümsen kommt und dort kein Schnee hat, gell? Hast du keine Schnee? Gut, jetzt hast du voll. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. Hast du 5? Gut. Thank you.
Als Mama, super, nicht? Ja. Ha, relaxed. Ja, voll. Ja, Toni, Full House heute. Also ein Haufen Kinder sind da. Ja, wir haben heute einen Haufen Kinder. Das ist schon immer an einem Mittwoch im Januar haben wir noch 100 Kinder von St. Gallen, von dem Snow for Free, von der Becker Stiftung und auch der Bernhard Truss ist da dahinter. Das sind Kinder, die finanziell in der Familie nicht gerade so betucht sind. Und hier kommt das Material über, kommt mit dem Car gratis auf Fregatz rauf und sind bei uns in der Skischule auch, wo sie nicht zahlen müssen. Ja, das ist sicher eine ganz gute Sache. Wenn wir hier gesehen, heute haben wir Anfänger gehabt und die fahren jetzt die Reise, wenn wir raufschauen, durch die Töckel. Ja, das ist also sicher eine ganz gute Sache. Jetzt gehst du nicht nur gerade Kind Skischule, du hast ja sonst eine Skischule. Wer kommt denn sonst an die Zoll? Ja, sicher haben wir so Skischule mit Privatunterricht, Erwachsene von der Hotellerie in Baden-Ratz und auch sonst von Zürich rauf, wo hier Privatstunden sind. Oder Tiefschnee fahren, so das Gleiche haben wir auch. Ja. Dann ist die Parallele zu denen von St. Gallen ist der Kurs gelaufen, mit der Regio-Kurs mit gut 100 Kindern. Und das sind Kinder von der Gegend, vom Raum bis auf Chur auf, in Zrintel drab und auch bis in den Wallensee, Murg, der Tag, wo hier zu unseren Skischel kommt. Die gehen 10 Mal, immer Mittwoch und Samstag. Und dann haben wir das Schlussrennen. Im Anfang Februar haben wir dann ein Schlussrennen. Und dann fangen wir wieder, ich darf schon ein bisschen Reklame machen, wir fangen wieder mit einem Kurs an. Der so um den 10. Februar umeinander. Und das ist der Kurs 2a, wo wir sicher den Häufen der Kinder wieder erwarten werden. Eben, und also, du hast ein Herz für Kinder, das hat man gemerkt. Das ist, die Kinder sind dir ins Herz gewachsen, das ist mehr als ein Job für dich, gell? Ja, schon ein bisschen, das hätte ich nicht so lange gemacht. Ich habe jetzt 40 Jahre Skischule hier am Pizol und die Kinder sind mir schon ein bisschen ins Herz gewachsen. Und vor allem versuchen wir, kindergerechten Unterricht anzubieten. Das heisst nicht so eine Morgserei oder wirklich. Die sagen immer, das ist die sanfte Geburt der Skikinder. Das merkt man auch. Die können wirklich gerne daher und lernen erstaunlich schnell. Und die Eltern sind auch relaxed. Gell? Sie können es abgeben, sie sind voll verantwortlich dafür. Ja, das heisst, wir nehmen die Kinder am Mai in Empfang in der Ragaz. Und dann gehen wir hier in die Skischule bis um 3:30 Uhr. Und um 4 Uhr gehen wir dann nach oder 3:30 Uhr. Und um 4 Uhr sind dann die Kinder unten und während dieser Zeit sind die voll betreut durch die Skilehrer. Und das wird natürlich geschätzt und ist sicher eine ganz gute Sache. Und was wir nicht dürfen verpassen, da können wir noch nicht filmen, es gibt einmal noch eine Nachtabfahrt, gell? Also, wo fährst du denn da? Fährst du denn dort von da weg oder den Laufboden? Ja, nein, das machen wir von da aus, die Kinder. Lausch die Fackelabfahrt für Kinder und machen hier ein bisschen ein Fest, wo wir jetzt sind, hier im Kinderland. Und wenn die Fackelabfahrt kommt von hier richtig runter in unter einen Lift auf einen Brotboden. Und das ist natürlich auch eine Gaudi für die Kinder. Du hast eine Freude an den Kindern, aber wenn jetzt einmal so eine gut betuchte Prinzessin kommt, gibst du ihr einen Privatunterricht, oder? Ja, sicher, wenn sie nicht weiss, was für eine Sprache sie hat, wenn sie Englisch oder so geht schon, aber wenn sie dann so Arabisch oder wo wir von dort rauf haben, ja, etwa der Prinzessin, oder auch Russland haben wir Gäste von der Gros Resort, das sind Gäste vom nach Russland, das heisst von, ich weiss nicht mehr wie das,
Gebiete Thais, die ziemlich Leute hier unten hat. Und die kommt ja natürlich auch in die Skischule zu uns, oder? Und wir haben Lehrer, die Russisch sprechen tun. Also kein Problem, ich muss einfach ein bisschen begrüßen und betreuen. Und vor allem die, die mitkommen mit diesen Gästen. Oder kommt dann ein ganzer paar Spaschi mit und dann sicher müssen wir die auf die Laune behalten und vielleicht auch mal in ein anderes Gebiet gehen, Richtung Davos oder Richtung Flims, wo wir dann mit denen Skifahren gehen. Hast du es nie bereut, dass du keine Skischule über Davos gemacht hast? Weißt du so, oder Klosters und den Prinz Charles und Lady Di? Ja, wir haben sicher etwa die gleichen Gäste, St. Moritz auch. Und gut, wir haben schon angemeldet von dem Hotel, Gast angemeldet oder eine Familie angemeldet oder einfach so ein paar Personen. Und die sind mit Nummern gekennzeichnet. Wir haben den Namen, die waren eine Woche bei uns, gewesen, aber wir haben den Namen von diesen Leuten nicht gewusst. Die mussten geheim behalten werden. Aha. Aber die Kinder hier, die sind offiziell da und da sehen wir, dass gerade die St. Galler und die stehen jetzt, ich weiß schon mal Laufband, also ja, das ist wirklich sehr gut eingerichtet bei dir. He? Das ist vor allem für die Anfänger, oder? Die müssen nicht noch laufen, weil sie nicht wie ob sie laufen und da ist natürlich lernen schneller, oder? Die kommt da in einer Stunde und die 10, 15 Mal laufen ab und sonst, wenn man laufen würde, gut, zuerst tut man sicher laufen mit den Kindern, auch mit den Anfängern, aber nur gut sind auf das Förderband los. Ja, also Toni, he? Nachdem jetzt ein bisschen Schnee da ist, was wäre jetzt sonst noch so ein bisschen dein grösster Wunsch da für diese Saison für dich? Ja, ziemlich viele Skischüler. Also wir, vielleicht, wir wissen ja, wie es nach New York war, es war ganz schlecht. Da haben wir nichts gehabt. So ist auch der Gastronomie gegangen. Und sicher, das setzt jetzt etwa die noch mal Schnee. Und noch ein schönes Wetter. Und dann wären wir, glaube ich, gleich zufrieden, auch trotz dem schlechten Weihnachtswoche, die wir hatten. Das zeichnet er aus, der Toni Rupp. Er sieht immer das Positive. Und seine Skilehrerinnen und Skilehrer auch. Und dann ist der Nachmittag langsam am Ende entgegengegangen und sie haben mir ein Lied vorgesungen. Pinguin, der Pinguin, der Kartoffel ist ganz schön.